Ihr pseudochristlicher Eigendünkel hindert die vermeintlichen Jünger jedoch daran, wahrhaft gläubig zu werden. Dieser fehlende echte Glaube und nicht etwa der falsche Lebenswandel als ein Christ ist die größte Gefahr für die Gemeinden Gottes. Eine falsche Errettung führt zu einer falschen Jüngerschaft, und beides bringt die Gläubigen in den Tod. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen Erlösung und Nachfolge so außerordentlich wichtig, denn hierbei geht es um nicht weniger als um Leben und Tod der Zuhörer des wahrhaften Evangeliums Jesu oder der diesbezüglichen christlichen Fälschung Satans.